Liebe Tabea, ich freue mich, dass wir heute das Pausengespräch führen können. Nochmal ganz herzlich willkommen. Dankeschön. Du bist Artist in Residence beim BASO in dieser Saison und bei diesem Begriff Residence denkt man wirklich an Ankommen, an Zuhause. Ist das so, dass man in so einer Kooperation mit dem Orchester oder dem Ensemble sehr dicht zusammenwächst und auch an dem Ort wirklich ein bisschen mehr ankommt? Ich denke schon, dass das der Sinn und auch die Aufgabe in dem Fall für mich ist, mich auch ein bisschen zu vernetzen. Ich werde auch die Musiker besser kennenlernen. Darauf freue ich mich auch. Wir sind ja jetzt doch noch mit einigem zeitlichen Vorlauf vor der Saison, wo wir dieses Gespräch führen. Insofern ist es noch in der Zukunft. Aber ich habe bei früheren Residenzen auch gemerkt, dass das wirklich eine wunderschöne Sache ist. Für mich als Bratschistin ganz besonders, weil ich dann verschiedene Facetten meiner Arbeit auch zeigen kann, weil ich ja eben nicht nur Solistin bin, sondern eben auch Kammermusikerin. Und das ist mir ganz wichtig, dass ich dann auch verschiedene Repertoire-Schwerpunkte in so ein Jahr einbringen kann. Und da freue ich mich ganz doll drauf, dass ich jetzt mal wieder zum BASO kommen Ja, darf. ist ein bisschen her, aber umso schöner, dass es jetzt sehr intensiv der Fall ist. Und wenn ich mich nicht irre, auch als Dirigentin, oder? Nein, dirigieren tue ich nicht. Das habe ich mir geschworen und da dürfen mich auch enge Freunde gerne daran erinnern, sollte ich mal auf eine andere Idee kommen. Ich leite von der Bratsche aus. Das ist für Ach, das mich ein ist ganz, spannend. ganz großer Unterschied. Und ich tue das auch deshalb, weil ich mich unbedingt als Musikerin, als Teil des Ensembles einbringen möchte und eben gerade nicht aus der Distanz und auch nicht aus einer dirigierenden Rolle. Ich habe ein zugegebenermaßen etwas komplexes Verhältnis zu dem Darauf gehe ich jetzt mal Dirigierbüro. nicht näher Nein. ein, weil ich das wirklich so verstanden habe. Leitung kann ja mehreres heißen und es gibt ja viele Solistinnen und Solisten, die dann auch wirklich sagen, ich dirigiere auch ein Werk. Hätte sein können. Hätte sein können, aber ich habe damit einige Erfahrungen gesammelt in den letzten Jahren und ich finde dieses aus der Mitte heraus, das ist wirklich so ein Lebensthema von mir durch die Bratsche, also da durch die Bratschenstimme von innen heraus die Fäden ein wenig ziehen können und aber eben vor allem durch eine intensive Probenarbeit. Also ihr werdet sehen, es geht mir eigentlich hauptsächlich darum, beim Proben mich zunächst mehr und dann zum Konzert hin immer weniger einzubringen, sodass nachher eigentlich das Ziel ist, dass wir als Ensemble wirklich ganz kammermusikalisch quasi nur nach den Ohren spielen. Das Das, ist der ja. Wunsch, das ist mein Ziel und ich habe damit wahnsinnig gute Erfahrungen gemacht. Dieses auf einen gemeinsamen Puls sich einschwingen und das geht aber wirklich um den Puls aufnehmen und nicht nachspielen. Und deswegen ist mir das ganz wichtig, dass es nicht eine optische Leitung in dem Sinn gibt, sondern das Ohr ist unser gemeinsamer roter Faden, an dem wir uns dann an der Partitur entlanghangeln und die führenden Stimmen hängen von der Musik ab. Spielt jetzt gerade die erste Geige oft, aber eben nicht immer. Oder geht die führende Stimme in ein anderes Instrument und wir werden mit den Ohren durch die Stimmen durchgehen. Das ist mein Ideal in der Musik, egal wie groß die Partitur ist, aber natürlich gibt es bestimmte Werke und vor allem auch Realitätszwänge, dass man oft eben nur wenig Probenzeit hat und auch schon aus diesem Grund unbedingt eine dirigierte Probe und ein ergebnisorientiertes Arbeiten braucht, aber mir fehlt manchmal mehr Zeit und mehr Kammermusik. Und da denke ich, ihr seid so tolle Musiker, da freue ich mich einfach darauf, dass wir das dann zusammen Da freuen wir uns alle sehr drauf und machen. ich finde das sehr spannend, weil wir es doch eher so kennen, dass wenn ein Solist eigentlich von vorne leitet, aber nicht unbedingt aus dem Ensemble raus, dann. Und das finde ich sehr, sehr spannend, weil es geht ja nicht nur um das Bratschenkonzert, was du dann so führst, Ja, wir werden ne? ja auch Hartmann Vierte Ganz Sinfonie genau. Und das finde ich spielen und unheimlich spannend. Und ich sehe es eigentlich auch so, dass es auch in der Kammermusik, denken ja immer noch viele, ja, die erste Geige führt immer fürchterlich, weil die hat oft wirklich gar nichts zu melden. Und die eigentliche Führung kommt auch mal aus den anderen Stimmen. Und es klingt sehr spannend, so zu arbeiten und dass jeder versteht, wann hat er welche Funktion, wann hält er sich zurück, hat er einen führenden Moment. So sollte es tatsächlich immer sein, denke ich Also für auch. mich ist auch eine klangliche Frage, dieses Aufbauen auf dem Bass, auf der Harmonie, auf dem Rhythmus. Und wenn dann die erste Geige quasi wie die Sahne
drüber schwebt, finde ich das viel schöner, als wenn die erste Geige sozusagen den Schwung und den Rhythmus und alles angibt und die anderen sich dranhängen. Da stimmt für mich manchmal das Verhältnis der Stimmen auch nicht. Sehe ich auch so und ich freue mich sehr darauf. Du bezeichnest die Bratsche, also dein Instrument, als ein philosophisches Instrument. Kannst du das ein bisschen erklären, was du damit meinst? Ja, ich glaube, dass diese Rolle in der dunklen, melancholischen Farbe, eben oft auch nicht im Rampenlicht stehend, dass einem das als Musiker die Chance gibt, viel mehr zu sehen als die Hauptstimme, sage ich jetzt mal. Und dass die Bratsche eben eine wirklich sehr nachdenkliche und doch ja, nicht die virtuose Seite. Es gibt auch virtuose Werke, aber das sind dann einzelne Inselstationen sozusagen. Ich finde die Klangwelt der Bratsche sehr reich, vielseitig und aber eben allein schon durch die Stimmlage und die gewisse Trägheit, die durch die dickeren Saiten und alles angelegt ist, einfach ja auf der nachdenklichen Seite. Was ist denn dann bloß die Geige oder die erste Geige? Das mag ich mir jetzt, habe ich mir noch keinen Begriff mehr überlegt, aber klar, wir stehen immer mehr so im Vordergrund durch das häufige exponierte melodische Material, auch durch die Höhe. Ist immer gut hörbar. Das kann ja wunderschön sein. Ich liebe es auch sehr, Also ich aber. möchte hier auf gar keinen Fall etwas gegen die wunderschönsten Geigentöne sagen. Die beneide ich natürlich und die fehlen uns manchmal. Aber ich habe mich so mit der Rolle der Bratsche eben auch durch mein ganzes Leben identifiziert, dass ich mir das anders nicht mehr vorstellen kann. Also. Aber ich denke auch tatsächlich, dass ein Instrument und der Klang wirklich prägt. Das ist doch so, ne? Auch so wirklich ein bisschen charakterlich oder was man so für Eigenheiten hat. Also es gibt viele gestresste erste Geiger, muss man auch sagen. Es ist ein sehr stressiger Beruf. Und ich glaube tatsächlich, dass das, was du beschreibst, von der Bratsche eine ganz andere Funktion ist. Und das färbt, denke ich, auch mal so ein bisschen auf den Charakter ab. Oder was heißt Charakter? Auf wie man, ja, wie man sich ein bisschen so im Alltag vielleicht auch verhält. Könnte Also schon ich muss sein. dazu sagen, dass ich ja auch aufgrund der familiären Situation, in die ich hineingeboren bin, zur Bratsche gekommen bin und das auch, also ich bin die vierte von sechs Kindern, war lange die jüngste, dann kamen nach einiger Pause noch zwei Nachzügler und diese Position des vierten Kindes ist natürlich auch schon eine außergewöhnliche sozusagen. Man sieht die älteren Geschwister, man ist schon eben da in ein Netz eingebunden, man ist nicht alleine und dadurch, dass dann eben Klavier, Geige und Cello schon besetzt war, war die Frage, was kann das Kind denn spielen? Denn ich wollte unbedingt mitspielen. Also ich habe schon vor dem dritten Geburtstag mit 2,5 angefangen, mir in Omas Küche immer zwei Holzlöffel zu suchen, habe ein Notenpult aufgestellt, irgendwas drauf und habe dann auf den zwei Holzlöffeln geübt. Und das haben sich meine Süß. Eltern ein halbes Jahr angeschaut und sind dann zu dem Geigenlehrer gegangen. Und das Schöne an dieser Musikschule in Laa, wo ich aufgewachsen bin, ist, dass die eben Kammermusik zum Zentrum der musikalischen Ausbildung gemacht haben und deshalb sehr froh waren, dass sie jetzt eine kleine Bratsche daran ziehen können und dass jeder Ton im Kontext steht, dass jeder Ton sich auf einen anderen bezieht, als Beispiel auch für dieses, wie wir Menschen uns doch in Beziehung zu anderen setzen. Ich glaube schon, dass das was mit mir gemacht hat auch und dass das aber zusammengehört, der Platz in der Familie und der Platz in der Musik. Dann war das auch ein großer Glücksfall, dass eigentlich diese gar nicht von dir selber so wirklich getroffene Wahl Bratsche, weil du halt, du musstest ja ins Familienensemble irgendwie passen, dass es wirklich genau das Richtige Genau. für dich war. Aber deshalb kann ich das auch nicht isoliert denken. Ich hätte doch nicht Bratsche gelernt, wenn ich jetzt ein Einzelkind Ja, gewesen verstehe wäre. ich. Glaube ich nicht, dass ich dann zur Bratsche gefunden hätte. Jetzt möchte ich natürlich noch mit dir über dieses sehr berühmte Bratschenkonzert sprechen von William Walton. Es gibt ja ganz unterschiedliche Arten von Solokonzerten. Mal ist es mehr wirklich ein Solopart, der sehr defensiv begleitet ist. Mal ist das Ganze sehr verwoben. Mal muss man auch schauen, dass man als Orchester gar nicht zu dominant ist, dass der Solist noch Raum hat. Wie ist es für dich bei dem Walton-Konzert? Was für eine Art Solokonzert in Kombination mit dem Orchester siehst du das? Also es ist als allererstes mal ein wunderschönes, großes Werk,
Die drei Sätze sind quasi langsam, schnell, langsam. Wenn man jetzt mal die Grobdifferenzierung sieht, ist eine wunderbare Orchestrierung. Und die Bratsche als Soloinstrument hat natürlich oft die schwierige Aufgabe, aus der Mittellage heraus sich Gehör zu verschaffen, sage ich jetzt mal. Das heißt, da gibt es auch balancemäßig natürlich ein paar Dinge zu beachten. Aber die Musik, der Spannungsbogen, den Walton schafft, auch die harmonische, der Weg und das Rhythmische im zweiten Satz ist ganz spannend. Interessant finde ich, wie stark er sich an Prokofjews zweitem Violinkonzert orientiert hat. Das ist eigentlich wirklich, wenn man das mal nebeneinander hält, fast das gleiche Werk in der Form, in den melodischen, also die Längen der Phrasen, die Charaktere der drei Sätze, und trotzdem ist es ein ganz eigenes Stück. Also es ist nicht abgeschrieben, aber heute bei der strengen Betrachtung von Plagiaten würde man wahrscheinlich fast sagen, na? Würde man stutzig werden, Ja. okay. Du hast eben schon diese spezielle Rhythmik angesprochen. Man kann das fast als jazzig auch ein bisschen bezeichnen. Ist ja auch in der Zeit komponiert, wo Jazz sehr so im Kommen war. Wie steht es denn bei dir mit Jazz? Ist das ein großes Interessensfeld für dich oder hast du es mit diesem Musikstil gar nicht unbedingt zu tun? Ich hoffe, du Doch. stimmst mir zu, dass es manchmal jazzig Ja, ist, ne? aber eben, Ja. also speziell im zweiten Satz Ja, im meine ich, zweiten ist Satz, das dann genau. dieses Rhythmische. Doch, ich bin eine große Genießerin von Jazz, aber ich habe mich damit nicht selber aktiv auseinandergesetzt. Darf ich noch was zum Walton Ja, hinzufügen? unbedingt. Ich finde wahnsinnig spannend, ja, in der Entstehungszeit von dem Walton-Konzert, da wollte der Walton eigentlich, dass der Lionel Curtis, der damals der berühmteste Bratscher in England war und wirklich ein wunderbarer Musiker, dass er das spielt bei der Uraufführung. Der hat damals abgewunken und dann hat ja Paul Hindemith die Uraufführung gespielt. Und ich finde es sehr spannend, dass das Hauptmotiv, also dieses gemischte Dur und Moll, was die ganze Zeit in dem Stück kommt, das ist ein Element, was Hindemith davor in seiner Kammermusik benutzt hat. Die zwei Takte, wo das als Schlussformel vorkommt, eigentlich. Man könnte sagen, die hat Walton da beim Hindemith geholt. Die haben sich übrigens sehr gemocht und auch verschiedene Zusammenarbeiten gemacht. Dann hat Walton auch Hindemith-Variationen geschrieben. Und ich habe eine Bratschenstimme vom Hindemith-Institut bekommen, die ich immer wieder gerne lese. Das ist nämlich die Handschrift vom Walton mit den Fingersätzen und Bogenstrichen vom Hindemith. Toll. Und das ist so ein schönes Dokument. Also erstens sieht man noch in der Frühphase, welche Ideen Walton hatte und dann noch ausgestrichen hat und sich noch was anderes überlegt hat. Da ist sozusagen noch ein bisschen Entstehung der Solostimme auch mit drin. Aber auch die praktische Umsetzung vom Hindemith ist spannend. Und das ist so, diese beiden Komponisten in der einen Partitur, das ist ein für mich ganz wichtiges Dokument. Ja, das glaube ich. Das ist schön, das zu haben. Und du hast es eben schon erwähnt, dass der ursprüngliche Adressat sozusagen für diese Komposition von Walton nicht gespielt hat. Wenn diese Geschichte stimmt, vielleicht weißt du es, dann hat er dankend die Partitur wieder an Herrn Walton zurückgeschickt und hat gesagt, das ist mir zu modern. Und dann hat Hindemith gespielt. Er hat es wohl später dann wieder bereut und hat gesagt, okay, ich würde es dann doch gerne spielen, weil es wohl ein großer Erfolg auch So. war. Wie siehst du das? Kannst du es nachvollziehen, dass es damals zumindest auch ein wirklich modernes Stück war? Das fällt uns heute eher schwer. Also vor allem möchte ich jetzt auch dem Publikum hier gar keine Angst machen, sondern sagen, nein, das ist hochromantische Musik. Es gibt einige Momente, wo sozusagen die Partitur so dicht ist, dass es die Aufgabe des Dirigenten und dann des Orchesters ist, dass wir das ein bisschen sortieren, damit das fürs Ohr nicht zu viel Information aufs Mal ist, sozusagen. Also man muss einfach die Stimmen und die Themen ein bisschen transparent gestalten, aber das sind ein paar wenige Stellen, wo man sozusagen, wenn man es nicht gut macht, auch eine Masse an Motiven aufs Mal hat, wo man als Hörer vielleicht überfordert ist. Aber das ist dann unsere Aufgabe bei der Arbeit, dass wir das ein bisschen sortieren. Ja, ist ja interessant. Ist oft natürlich bei der Begleitung aus unserer Sicht jetzt vom Orchester, dass wir schauen müssen, dass wir wirklich nicht den Solisten zudecken. Dann ist das ja wohl auch ein ganz wichtiger
wichtige Sache jetzt in unserer Kooperation, also du brauchst eine wirklich Durchsichtigkeit vom Orchester, damit wirklich alles plastisch ist. Braucht man immer, aber vielleicht ist es da sehr sensibel, auch durch diese Tonlage der Bratsche. Ne? Die das verschwindet schnell, wird schnell geschluckt von einem Orchesterklang. Wharton hat das aber übrigens auch selber schon gut bedacht, denn er hat in den Orchesterstimmen die großen Stellen, wo ich als Solistin spiele, geht die Besetzung auf eine ganz kleine zurück. Also da hat er dann da schweigen die hinteren Streicherpulte öfter mal. Sehr gut, sehr und pragmatisch. Das, ja. Ich fand auch toll zu hören oder zu lesen, dass Wharton selber sehr viele Varianten dieses Stücks geschrieben hat, je nach Interpreten. Er hat gesagt, okay, wenn der das spielt, dann ändern wir das ein bisschen. Ist eigentlich auch lustig, beziehungsweise auch schön. Ergibt das nicht auch so ein bisschen einen freien Blick auf eine Interpretation, dass man sagt, vielleicht muss ich nicht ganz so wie, ich sage jetzt mal bei Bach oder bei Beethoven, wo man sagt, ist es jetzt ein Keil, ist es ein Punkt, wie phrasiert man? Ist es ein bisschen unempfindlicher, das Wharton-Konzert zu spielen? Ja und nein. Also das ist ganz, ganz schwierige Geschichte und ich muss sagen, das ist ein großes Thema für uns Bratscher. Wir haben ein paar große Konzerte und die sind mit großen Problemen behaftet. Wir haben das Bartok-Konzert, wo Bartok verstorben ist, bevor er es orchestrieren konnte. Dann hat sein Schüler Tibor Scherli das fertiggestellt und sie haben jetzt mehrere Fassungen inzwischen und keiner weiß mehr, was man spielen kann, weil es einfach nicht fertiggestellt wurde. Mhm. Und auch beim Wharton gibt es ehrlich gesagt mehr Fragen als Antworten. Es gibt eine quasi Neuausgabe, die angeblich auf die erste Fassung zurückgeht, aber das sind große Unstimmigkeiten. Und wenn ich mir diese Hindemith-Stimme zum Beispiel nehme und eben auch weiß, er hat für Primrose und dann auch verschiedene Partituren, es gibt eine Koussevitzky-Partitur, die gar nicht übereinstimmt mit dem, was dann gedruckt wurde, da gibt es echt viel mehr Fragen. Und das heißt, ja, wir haben vielleicht verschiedene Möglichkeiten und ich stimme zu, dass ein Beethoven hat die Werke eben nicht aus der Hand gegeben, bevor er nicht ganz sicher war, dass er es so haben möchte und wir dann heute sicherer sind, dass der Punkt oder Keil und wirklich von ihm so beabsichtigt sind. Beim Wharton geht es nicht um andere Töne, das ist, glaube ich, nicht so fraglich wie beim Bartok-Konzert zum Beispiel, sondern es sind dann eher verschiedene dynamische Bezeichnungen und ein bisschen unterschiedliche Artikulationen. Mhm. Aber der Gestus und die eigentlich gibt einem die Melodie und das Material doch ziemlich viel Information an die Hand. Okay. Also ich habe schon eine relativ klare Vorstellung davon, wie ich es gerne spielen möchte. Und da spielt man jetzt eigentlich immer die letzte Fassung. Ist das ein bisschen eine Tradition geworden oder gibt es da auch, wie du beschreibst, es ist schwierig, ne? Also da wird immer noch hin und her überlegt, was könnte am authentischsten sein oder dem Stück am besten nahe kommen. Also man kann nicht sagen, die letzte Fassung ist die, nein, jetzt, das kann die man leider spielen sollte. Nicht ja, sagen, das macht es komplex. Wharton wohl in 1962, 63, als er diese zweite Fassung gemacht hat, hat er wohl auch für die Solostimme Veränderungen, die im Laufe der Zeit entstanden sind, wollte er mit einarbeiten und hat die dem Verlag geschickt und die sind nicht berücksichtigt in dem zweiten. Mhm. Also ich habe mir fürs nächste Jahr vorgenommen, ich weiß nicht, ob ich das bis Dezember noch schaffe, mit dem Verlag mal noch ein bisschen näher auf Spurensuche zu gehen, weil es mich wahnsinnig interessiert. Und ich habe verschiedene Ausgaben zu Hause, also auch verschiedene Bratschenstimmen, eine von Primrose und eben die von Hindemith und dann die erste Fassung und die zweite Fassung und noch eine andere Partitur. Und da schaue ich immer wieder mal rein und am Schluss spiele ich dann doch mehr oder weniger das, was ich mir zurechtgelegt habe. Okay. Aber ich finde es sehr, sehr spannend, die verschiedenen Varianten zu lesen und zu denken. Ich habe auch einmal die frühe Orchesterfassung gespielt und habe festgestellt, es gibt Unterschiede in der Orchestrierung, aber die Musik ist doch die gleiche. Also ich finde es nicht so, es macht jetzt es, nicht... Okay, keinen gravierenden Unterschied in der musikalischen so Aussage. Dass man sagt, es muss ja unbedingt das sein. Da habe ich noch nicht das. Das klingt ein bisschen so wie das, was du eben schon angefangen hast zu erzählen über Probenarbeit, wie du sie gestaltest, dass du eine sehr genaue Proberin bist. Du hast selber auch mal gesagt, viele finden mich sehr unbequem oder auch anstrengend in Proben. Ist es das, was du meinst, dass du sehr, sehr detailgetreu arbeitest oder kannst du noch ein bisschen das umschreiben? Das habe ich eher, glaube ich, mal im Zusammenhang mit Kammermusikproben vielleicht gesagt, weil ich gerne
frage, wenn jetzt zum Beispiel eine führende Stimme eine gewisse Idee hat, dann frage ich gerne, warum denn so und warum vielleicht nicht so. Das kommt vielleicht nicht immer, aber keine Sorge, ich glaube nicht, dass ich anstrengend bei den Proben mit einem Orchester sein werde. Nein, das glaube ich nicht. Das habe ich so auch nicht gemeint. Aber nee, tatsächlich gibt es ja riesige Unterschiede, auch bei den Dirigenten. Ne? Viele erklären sehr, sehr viel. Manche lassen sehr viel spielen. Andere zeigen extrem viel im Dirigat und erklären noch viel. Ich finde es immer sehr, sehr spannend. Und die Hauptsache ist, am Schluss findet man zusammen. Ja. Und also ein Stichwort kann ich da sagen, wir werden langsam spielen. Ah, das ist schon mal sehr gut. Ich finde das langsam üben einfach das Tollste. Ja. Wenn man Zeit hat, das ist für mich wie ein Mikroskop, aber eben akustisch. Ja. Langsam in den Klang, um so viel wie möglich andere Informationen auch abspeichern zu können und jedem Ton, den man spielt, seinen Kontext zu geben. Wenn man da schnell drüber geht, ist man so fokussiert auf was man gerade spielt, dass man gar nicht die anderen Stimmen so wahrnehmen kann. Also hören und spielen. Ich finde übrigens toll, wie der Ivan Fischer, der hat mal irgendwann 92 Gedanken über Musik zu Papier gebracht. Nein, die übers Dirigieren und übers Orchester, die schicke ich dir mal, weil das ist spannend. Sehr spannend. Mhm. Da steht zum Beispiel über, der macht so kleine Sätze, Intonation, sagt er, ist Initiative und Flexibilität. Und das finde ich super. Und das ist für mich überhaupt ein wichtiger, also diese zwei Begriffe zusammen, finde ich, sind sehr wichtig beim Musizieren. Mhm. Mit Mut reingehen, aber reagieren können. In jedem Fall. Das ist auch ein sehr schönes Schlusswort. Tabea, ganz herzlichen Dank für das schöne Pausengespräch mit dir. Danke dir.